It was the decade where Vice City was the capital of the world. Vice City FM. Ganz kurz, habt ihr Vice City gezockt? Also GTA Vice City. Ich muss ehrlich sagen, ich war eher der GTA San Andreas Enjoyer. Ich fand Vice City ziemlich arsch. Nee? Yes? Am 5. Dezember 2023 ist es endlich geschehen. Ich trau meinen Augen nicht. Der Trailer zu GTA 6 wurde veröffentlicht. Ich sehe. Jungs, das müsst ihr sehen. Do you know why you're here? Bad luck, I guess. Bevor wir uns jedoch der Zukunft widmen, sollten wir der Vergangenheit eine letzte Ehre erweisen. Junge, diese Pillen. Das Jahr 1995. Diese Pillen einfach auf Julian Bam. Bohne angelehnt an die Bohnen-Videos. So geil. Das sind so Kleinigkeiten, aber es ist so geil. Nicht ein Teil gezockt. Wie kann man noch nie GTA gezockt haben? Hä? Die Jugend von heute. 1995. Eine Ära, in der die Gaming-Welt eine revolutionäre Wende erleben sollte. Vielleicht warst du zu dieser Zeit noch nicht geboren, aber ein bahnbrechendes Spiel namens Race & Chase stand bereits in Entwicklung. Der Name ist scheiße. Nennt es Grand Theft Auto. Now all the people in here are working on what DMA hopes will be its new blockbuster. It's a game called Grand Theft Auto. Das Geil, Alter. Simpel. Du bist Cop und jagst Gangster. Klingt langweilig, oder? Dachten sich auch die Entwickler. Und so wurde kurz darauf der Plot komplett umgedreht und das Spiel erschien 1997 unter dem Namen Grand Theft Auto 1 für PlayStation, PC und Game Boy Color. Ja, Game Boy Color. He's got a gun! Oh, peinlich. Es gab drei Level. Liberty City aka New York, San Andreas aka San Francisco und Vice City aka Miami. Ich sehe einen roten Faden. Ansonsten bestand das Spielprinzip darin, viel zu schwere Missionen unter massivem Zeitdruck zu absolvieren. Digga, wie arsch das Spiel einfach aussah. Hilfe! Oder auch einen Bus zu fahren, der explodiert, wenn er 50 km/h unterschreitet. Wer bremst, verliert. Ach, da kommt das also her, jetzt verstehe ich. Wieso sitzt da Ryan Gosling drin? Es gab sogar eine Multiplayer-Funktion, die es den Gamern der späten 90ern ermöglichte, ich will auch, die ersten offiziellen GTA 1 LAN-Partys zu veranstalten. Dann erschien das Add-on Grand Theft Auto London 1969, das bis heute der einzige Teil der Reihe ist, der außerhalb der Vereinigten Staaten spielt. Die Autos waren jetzt Oldtimer und die Cutscenes I'm the monkey and you're the cheese grater, so no messing around. Geprägt vom britischen Akzent. Gerade einmal 2 Jahre später erscheint der nächste Teil der Reihe, Grand Theft Auto 2. Ursprünglich sollte sogar ein Film zu dem Spiel rauskommen, aber der hat es leider nur ins Intro geschafft. Du lebst hier in Anywhere City und es gibt verschiedenfarbige Telefonzellen, an denen du Aufträge erhältst. Die Farbe der Telefonzelle gibt dir den Schwierigkeitsgrad an. Falls dir das jedoch zu langweilig ist, kannst du auch bei einer der 7 verschiedenen Gangs nach Arbeit fragen. Und falls dir das immer noch zu langweilig ist, kannst du erstmalig echtes Leben spielen. Jetzt fahre ich nach Vorschrift. Und Taxi, Bus oder sogar Lieferdienstfahrer werden. Natürlich. Boah, jetzt fahre ich nach Vorschrift. An alle, die GTA schon mal gezockt haben. Ihr kennt das doch, oder? Man hat so mit Kollegen gezockt und dann so, ja, ich fahre jetzt mal richtig, ne, wie ich in echt fahren würde. Ein Scheiß, Alter. Nach 2 Metern hat man sich gedacht, ah, scheiß drauf, da ist eine Olle. Ja, fahre ich jetzt mal richtig schön das Hinterteil weg. Natürlich in-game. Natürlich gab es sowohl bei GTA 1 als auch GTA 2 die ersten Cheatcodes. Allerdings konnte man diese an einer Hand abzählen, weshalb sie sich keinen Platz im Schuhkarton verdient haben. Springt also ein paar Jahre in die Zukunft. Zum ersten dreidimensionalen GTA-Titel. Grand Theft Auto 3. Wir befinden uns im Jahr 2001. Ihr wollt mir erzählen, es hat nur 2 Jahre gedauert, um von hier nach hier zu kommen? Ja. Krass. Das ist echt krank. In diesem Teil der Reihe einen zum jetzigen Zeitpunkt namenlosen Dude, der bei einem Banküberfall von seiner Freundin verraten wurde. Und arbeitest dich über die gesamte Story in der Unterwelt von Liberty City hoch, um, Spoiler, deine Ex-Freundin am Ende zu töten. Ich sollte auch anmerken, dass das Spiel für die damalige Zeit extrem brutal war. Also, wirklich brutal. Mortal Kombat nie brutal. Junge. Das ist übrigens alles Ketchup, ne? Eben für die damalige Zeit. Aber dieser mit messerscharfen Wangenknochen ausgestattete, okay, vielleicht wegen der Grafik, breitgebaute, ebenfalls wegen der Grafik, und modebewusste, kann man nichts sagen, Hauptprotagonist muss irgendwelche Schwächen haben, oder? Definitiv. Denn zum einen hat er massive Angst vor Wasser. Was verständlich ist, da er nicht schwimmen kann. Jedoch hat man das Gefühl, dass allein der Kontakt mit Wasser reicht. Das ist der Bizeps. Er kann sich nicht über Wasser halten wegen seinem Bizeps. Um sein Herz zum Stillstand zu bringen. Ich meine, wer trinkt so schnell im Wasser? Zum anderen ist er scheinbar stumm geboren. My honor demands it.
No joke, es gibt keine einzige Voiceline im ganzen Spiel. The Yakuza must blame the cartel for this declaration. Er ist einfach ein Lurker. Er ist ein typischer Lurker. Er meldet sich einfach nicht, aber er ist da. Und er ist wichtig, Chat. Er ist ein Giga-Chat, denn er ist wichtig für das große Ganze. Das hat die Fans jedoch nicht interessiert, weshalb GTA 3 bis heute mit einem Metascore von 97 zu einem der besten Videospiele aller Zeiten gezählt wird. Falls es euch gerade interessiert, The Legend of Zelda Ocarina of Time ist mit einem Score von 99 auf Platz 1. Ich weiß, dass ich der Beste bin. Blumenkohl-Boss, jetzt bist du kein Lurker mehr. Oh, ist ja wieder toll hingekriegt hier. Um seinen eigenen Status hat er hier sich gebracht. Und was machst du da? Warte. Oh, genau. Cheats wurden ebenfalls erstmalig mit den Crazy-Tastenkombinationen integriert. Spieler konnten jetzt auf einmal mit ihren Autos fliegen und mit nur 12 Normal. Tasten, die sich besser als die eigene Telefonnummer im Hirn eingebrannt haben, alle Waffen und unendlich Geld besitzen. Aber ich würde sagen, wir legen diesen Cheatzettel erstmal zurück in den Schuhkarton, denn das volle Potenzial wird erst bald erreicht. Music for the Me Generation. Willkommen in Y City. Time to wake up. Also, im ersten Y City. Dem von 2002. In diesem Teil spielst du Tommy Vercetti, ein ehemaliges Mitglied der Liberty City Mafia. Du versuchst hier in Y City ein kriminelles Imperium aufzubauen, welches bei den meisten Spielern noch kontinuierlich gewachsen ist, bis es dann am immer selben Punkt eingestürzt ist. Durch einen Bug? Mist. Nein. Ein Endgegner? Auch nein. Aber wodurch denn? Durch eine Mission, bei der man in RC-Helikopter fliegen musste. Ich weiß nicht mehr, warum diese Mission so schwer war. Es war die Steuerung. Aber ich weiß, dass das der Punkt war, an dem ich damals aufgehört habe, die Story zu spielen. Zum Glück gab es in Y City aber auch noch andere Aktivitäten. Zum einen gab es ein Einkaufszentrum mit extrem idyllischer Musik. Oh, listening. Dort konnte man dann einen unabgeschlossenen Sportwagen klauen. Stress mit dem Emination Owner anfangen. Oder der Polizei helfen, Ladendiebe zu fangen. Dann gab es noch den Club. Einfach der Kaufhaus-Cop. Also den Club. Ich glaube, hier sind Rockstar damals die Spielermodelle ausgegangen. Wird schon nicht auffallen. Weshalb dort die willkürlichsten NPCs mit der dauerhaft gleichen Animation getanzt haben. Es gab sogar einen richtigen Golfplatz und Tommy konnte endlich schwimmen. Ah ne, doch nicht. Falls du ein paar Sterne hattest, war das kein Problem. Denn es gab diese Items, um deine Sterne zu entfernen. Ah, ich habe vergessen, dass man diese nie erreicht hat. Die Polizei im Spiel sehr aggressiv war. Für die Cheats müssen wir auch hier nochmal den Schuhkarton öffnen und ein paar von mogelpower.de abschreiben. Jetzt gibt's aggressiven Verkehr, fliegende Autos. Boah, dieses Geräusch, auch wenn man diese Cheatcodes eingegeben hat. Boah, da geht mir richtig einer ab, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Hört euch diesen Sound an. Jetzt gibt's aggressiven Verkehr, fliegende Autos. Ich habe alle Waffen und Groupies verfolgen mich. Hey, wer war das nochmal am Kölner Dom? Wer war das? Wer ist da so weggesprintet damals? Ein weiterer Zeitsprung bringt uns ins Jahr 2004. Im Release-Jahr von Welcome to San Andreas, I'm CJ from Grove Street. Landed the heinous gangbangers in cold heat. Bis jetzt Carl Jones. GTA San Andreas, sage ich ehrlich, das GTA, mit dem ich richtig angefangen habe, GTA zu zocken, was ich auch selber besessen habe. Ich habe damals mein Dad bekniet, dass ich GTA San Andreas bekomme. Für die PlayStation 2 damals. Bro. Und ich habe es geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass es ja nur ein Autosimulator ist. Tja, wir haben es auch zusammen gezockt. Und ich bin auch einfach normal Auto gefahren. So lange, bis er dann zur Tür raus war. Was? AKA CJ. Denn seine Heimatstadt. Ich meine, es ist ein reines Autorennspiel natürlich. Smart. Seinen Freunden aus der Grove Street Family zu helfen, sich einen Namen in der Unterwelt zu machen. Scheiß Bugs. Unabhängig von der Story hat aber auch dieses Spiel noch viel, viel mehr zu bieten. Hast du viel gegessen? Bist du fett geworden? Ja, das war geil. Hast du viel trainiert? Bist du breit geworden? Ja. Hast du beides real, so geil. Bist du schmal geworden? So weit, so gut. Aber tatsächlich hatten diese Aspekte Auswirkungen auf das Spielerlebnis. Wieso läuft dein CJ schneller als meiner? Und erinnert ihr euch noch daran, dass ich den Protagonisten von GTA 3... Ich hab den immer mit Absicht richtig hart gemästet. Ich fand das irgendwie richtig geil. Und dann habe ich ihn so einen Berg hochlaufen lassen und der war richtig am Arsch, der Typ. Vielleicht habe ich echt Probleme gehabt damals. Vielleicht habe ich immer noch Probleme, lassen wir das. Eben als namenslos betitelt hat. Das liegt daran, dass man über einen Anruf in GTA San Andreas erst erfährt... Hello, Claude, baby. ...dass er Claude heißt. Ah, Catalina. It's cool. Dann gab es erstmal einen Zweispieler-Modus und es war damals so fucking schwer, das herauszufinden. Ein Verborgener.
lang vergessener Ort. Ey, wisst ihr, was auch krass war? Wenn ich mich gerade so erinnere an GTA San Andreas. Also du konntest da auch schon mit Prostituierten, glaube ich, schlafen. Mit Bedürfnissen. Kapi. Damals schon Player, ich schwör's dir. Ich habe mit den Scheinen gewedelt und sie kamen alle. Taler und physischer Karte. Ein Mythos. Bist du gestorben? Begann deine Reise erneut an dieser Location. Weshalb viele Freundschaften bereits in den frühen 2000ern, besonders im Zusammenhang mit Cheats, zu Bruch gingen. Und Cheatcodes hatten in GTA San Andreas ihren Peak. Ich weiß nicht, wie viele DIN A4-Blätter früher vollgeschrieben wurden, aber es gab für alles einen Cheatcode. Legit. Und damals hat man nicht irgendwelche Cheatbücher gekauft. Man hat im Internet gesucht und entweder man war reich, hatte einen Drucker zu Hause, hat sich das ausgedruckt oder man hat sich die Scheiße halt wirklich einfach abgeschrieben. Fliegende Autos. Jetpack. Crazy, Alter. Alle Tyler One, Alter. Junge. Dann gab es noch die damaligen YouTube-Videos, beziehungsweise was YouTuber uns glauben lassen wollten. Boah, diese Stunts, ja. Das ist kein Witz, ich habe ihn damals selbst gesucht. Auch das habe ich ohne Zweifel geglaubt. Wer nicht? Jeder hat geglaubt. Und das sieht zweifelsohne echt aus. Außerdem wuchs die Modding-Community mit GTA San Andreas enorm. Es gab Mods. Was macht mein Nintendo in GTA? Viele, viele Mods. Boys, is this Freddy Fazbear? Aber warte mal. Was ist das für eine lauter werdende krasse Musik im Hintergrund? Das ist der Theme-Song von Grand Theft Auto Liberty City Stories. Ein Spiel, was 2005 sowohl für die PSP als auch die PS2 erschien. Es war PSP, ist das krank. War praktisch eine neue Story in einer alten Stadt. Und der Protagonist sieht aus wie Mr. Bean. Ein Jahr später erschienen noch Vice City Stories, welches einem ähnlichen Prinzip folgte. Und dann war es endlich soweit. In Foren tauchten auf einmal überall Screenshots auf. Das ist GTA 4. Nein, das ist GTA 4 Half-Life Edition oder so. Nein, nein, nein. Das ist eindeutig GTA 4. Aber warum steht da ein Grill auf den Gleisen? Eure Leaks sind fake. Denn eine neue Ära sollte beginnen. Aus einer 3 wurde eine 4. Aus 480p wurde HD. Und aus einer genialen Map wurde eine... Okay, das ist umstritten. Wir schreiben den 19. Okay, es ist umstritten, perfekt. 6. April 2008. Und du hast es endlich geschafft, deine Eltern zum Kauf vom neuen Grand Theft Auto-Titel zu überreden. Natürlich sind sie skeptisch, aber du bist dir sicher, dass du sie mit vernünftigen Fahren vom Gegenteil überzeugen wirst. Das Intro fängt also an und... Oh, was ist das? Digga. Ist es ein Rennspiel? Hä, habe ich meinem Dad auch erklärt. Ich hab's bekommen. Liberty City heißt Nico Bellic, ein osteuropäischer Einwanderer, der versucht, den amerikanischen Traum zu verwirklichen. What is a kilometer? Dein Cousin Roman lockt dich mit dem Versprechen eines luxuriösen Lebens. Doch es wird relativ schnell klar, dass seine Versprechungen weit von der Realität entfernt sind. This is the mansion? Just a temporary place. Got him! Little bastard, if he paid some rent, I wouldn't care. Über die gesamte Story arbeitest du dich erneut in der Unterwelt hoch. Life is complicated. I never thought I'd live like this. Um dann am Ende zwischen zwei Enden zu wählen. Deal. Yes, I did it! Zucker! Oh nein, nicht Roman. Ist das krank? Eigentlich ist das so krank, ne? Das haben so viele Kids und Jugendliche gespielt. Ist das krank? Junge. Freedom and Democracy. Rah. Es gab neben der Story aber auch hier mehr zu tun. Beispielsweise existiert eine harmlose Schaukel. Ja. Klassiker. Der versteckte Sultan im Obdachlosenrevier. Endlich hab ich dich. Hotdog-Stände an jeder Ecke, die man mit einem gezielten Schuss in die Luft jagen konnte. Und ein Krankenhaus. Mit Warteraum. Und Patientenzimmer. Ah, nicht zu vergessen. Vladivostok FM. 1, 2, 3, schicki, schicki, Steine. Natürlich waren Cheatcodes immer noch ein Ding, aber man musste... Oh,
Roman will Bowling spielen. Aber man musste die Cheats mit Handynummern auf dem Handy eintippen, was nicht so cool wie die guten alten Tastenkombinationen war. Das war viel Außerdem cooler. Außerdem wurden die Cheats auf dem Handy gespeichert, wodurch der Schuhkarton mit den Cheatblättern langsam aber sicher anfing zu verstauben. Bevor wir uns jetzt dem größten Abschnitt des Videos widmen, geht noch ein Shoutout an das 2009 erschienene Grand Theft Auto Chinatown Wars raus. Boah, ich glaube, das war so Arsch. Ja, das habe ich auch gezockt. Das war so Arsch. Ein bisschen an die GTA 1 Optik und war für viele Leute, die damals zu jung für die richtigen GTA-Teile waren, eine einfache Sicherheitslücke bei den Eltern. Ihr hättet einfach euren Eltern erzählen sollen, dass es ein Rennspiel ist. Es wäre nicht mehr gelogen, weil du halt wirklich da auch Rennen fahren konntest, glaub schon damals. Also man konnte auf jeden Fall auf Straßen fahren mit Autos, ja, das hat gereicht. Ich meine, es erschien unter anderem für den Nintendo DS, der wiederum L4-Karten hatte. Ja, auch Banger. Banger-Songs in dem Video, und so konnte wirklich. Man mit jungen Jahren wenigstens so tun, als würde man ein richtiges GTA spielen. Na, das war ein richtiges GTA. Einige Jahre später schaute die Community ziemlich doof, als auf dem GTA 5 TV-Kanal plötzlich der erste Trailer zu GTA 5 erschien. Diese scheiß Fake-Trailer. Dann erschien es aber wirklich. Ladies and Gentlemen. Grand Theft Auto 5. Es ist so krank, ne, wie lange GTA 5 schon existent ist. So lange. Ich war da noch minderjährig, als das rausgekommen ist. Das ist so krank und ich bin, Chat, ich werde einfach dieses Jahr 26. War nicht nur ein Videospiel. Oder? Wann ist das rausgekommen, GTA 5? Ich habe mir das damals zu Release auf der Xbox 360 noch geholt, um das mit meinen Jungs zu zocken. Das war so zur COD-Zeit, also so Ende der COD-Zeit war das gefühlt. Eine Welt, die unzählige Erinnerungen und Erlebnisse festgehalten hat. Es wurde am 17. September 2013 veröffentlicht. Und egal wie alt es zum Zeitpunkt vom Release war, boah, geiler Song auch. Ey, das war damals so ein Medienspektakel. Das war wirklich krank, ne? Also GTA 5, ich habe mir das damals, glaube ich, auch schon auf Amazon vorbestellt. Es war so gestört. Ich war noch in der Schule mit meinen Kollegen und wir hatten früher Schulschluss und wir sind alle nach Hause gesprintet, weil wir das alle vorbestellt hatten. Und ey, bei jedem von uns war es zum Glück pünktlich zu Hause. Pulled in $1 billion in sales in 3 days. No movie or music release has ever come close to that. Hast du es in den kommenden 10 Jahren gespielt? Deine Reise beginnt in Ludendorff, North Jenkin, wo Michael nach einem fehlgeschlagenen Raubüberfall seinen Tod vortäuscht. Ja, Klassiker. 2013 released, krank, Alter. Da war ich halt einfach 15. Bruder, da war ich 15. Ich meine, ich war natürlich 18 zum damaligen Zeitpunkt, sonst hätte ich es ja nicht kaufen dürfen. In seinem neuen Leben trifft er auf Franklin und begegnet erneut Trevor, einem seiner früheren Komplizen. Shut the fuck up! Thank you. What's up, homie, huh? Damit steht das Trio und über die gesamte Story kannst du zwischen den Protagonisten hin und her wechseln, um von verschiedenen Stärken zu profitieren. Es gab auch endlich wieder Cheats, also die, bei denen man die Tastenkombination spammen musste. Das war so geil. Das heißt, der verstaubte Schuhkarton kann endlich wieder rausgeholt werden. Obwohl, warte mal, wir haben 2013. Der durchschnittliche GTA-Spieler besitzt bereits ein iPhone oder mindestens ein iPod Touch. Oder ein Android. Ups, hey, hey. Halb so wild. Cheats können jetzt einfach gegoogelt oder mit irgendwelchen mit Werbung verpesteten Drittanbieter-Apps abgerufen werden. Was soll das denn heißen? Oh oh, ich wurde gerade attackiert. Das X war zu klein und ich habe die Werbung geöffnet. Die Goofy-App. Also an dieser Stelle den Schuhkarton mit den Cheatcodes. Woher haben diese YouTuber diese coolen Masken? Es gibt einen Maskenshop. Wo spawnt dieser ein Bugatti Veyron ähnlich aussehende Wagen? In Rockford. Oh, wisst ihr was? Ey, man hat sich damals einfach über Hacker gefreut, ne? In den Lobbys. Könnt ihr euch noch erinnern? Die haben einfach allen gegönnt, die Hacker damals. Die haben dich nicht zerhackt. Die haben einfach allen unlimited money gegeben auf den Online-Servern. Also du konntest dir alles kaufen. Hills, aka der Bonzen-Gegner. Unlock all beste, ja, wirklich krank. Am Mount Chiliad. Ja, darüber streitet sich die Community ja noch 10 Jahre nach dem Release. Aber wo wir schon bei Easter Eggs sind, hat GTA 5 bei den ganzen Easter Eggs aus San Andreas ordentlich aufgeräumt. Es gibt tatsächlich UFOs und einen halbwegs echten Bigfoot. Is this a fucking mask? Und einen echten Geist. Und dieses unterm Eis eingefrorene Alien im Prolog, was wir alle versucht haben zu befreien. Jedoch wollten die Spieler mehr. I want more. Die Welt von Los Santos alleine zu erkunden ist cool. Aber noch cooler ist es, sie mit Freunden zu erkunden. Hello there. Weshalb am 1. Oktober 2013 GTA Online erschien. Und oh Mann, war das ein legendärer Online-Modus. Das war so geil.
Ich krieg Gänsehaut, Junge. Oh mein Gott. Was soll ich sagen, Chat? Scheiße, wir müssen eine PlayStation 5 kaufen, ne? Für nächstes Jahr. Scheiße, GTA 6 kommt für die PS5 raus. Auf die PC-Version müssen wir wieder 2 Jahre warten. Krank, Junge. Bereits kurz nach Release wollte jeder Spieler nur eins: reich sein und mit seinem Reichtum in der Lobby prallen. For real. Aber wie konnte man schnell reich sein? Ich hab die teuerste Wohnung in der Stadt. Die sowieso schon im Real-Life reichen Spieler kauften sich einfach überteuerte Shark-Cards. Danke, Papa. Während der Normalverbraucher, ohne Plan, was jetzt genau Geld bringt und was nicht, den ganzen Tag random Missionen spielen oder Radrennen fahren musste. Wichtig war nur, dass man sich dann am Abend in der Lobby treffen konnte und Gold, Platin, wie zuvor erwähnt, mit seinem Reichtum prahlen konnte. Level 9, Level 10. Egal wie dieser entstanden ist. Wenn du es dann wirklich geschafft hast, in den frühen Tagen von GTA Online einen Wacker zu fahren, wurdest du anders behandelt. Den kill ich nicht. Und wenn du es geschafft hast, einen Adder zu fahren, warst du ein Gott. Oh, for real, das war wirklich so. Kaum einer hatte einen Adder am Anfang. Adder ist sowas wie ein Lambo. Basically, es ist ein Lambo. Die haben halt nur die Autorechte nicht gekauft. Am 24. Dezember 2013 lag dann in ganz Los Santos Schnee. Oh, geil, Alter. Ist ja immer noch so. Aber damals Gänsehaut. Durch das Tor ging ja auch nicht, das stimmt. Außer vielleicht die Winterlobby auf gommad.net. Hey, oh, Minecraft-Freunde. Was ist das? Wieso hat der Spieler davon einen Adder und wirft Haftgranaten, als wären sie kostenlos? Er hat auf YouTube von einem Glitch-YouTuber vom DNS-Glitch erfahren. Ein Money-Glitch, bei dem man lediglich die DNS-Einstellung auf der PlayStation 3 ändern musste. Und kranke Scheiße, Alter. In den kommenden Jahren erschienen auf YouTube immer mehr Kanäle, die sich nur um GTA Online-Glitches drehten. Hi Leute, hier ist wieder euer Matrix am Start mit einem brandneuen Money-Glitch für euch, Leute. Das Prinzip war immer dasselbe. Ein YouTuber, wessen GTA-Charakter schon wie ein einziger Glitch aussah, zeigte dir in den Videos dreimal L1 und dann Controller hochwerfen, wie du durch die komischsten Tastenkombinationen und Aktionen unendlich viel Geld, Autos... Vor allem, man muss sich mal vor Augen führen, es gab wirklich Leute, die haben in diesem Spiel gelebt. Bro, wie kommst du auf die Idee? Also die müssen ja wirklich alles ausprobiert haben, um auf diese Bugs zu kommen. Irgendwer saß da und dachte sich, was passiert, wenn ich diese Tasten in der Kombination und Reihenfolge drücke? Level bekommen konntest. Hat geklappt. Wenn du jedoch den geraden Weg gehen wolltest, da Rockstar echt hinterher war, Glitcher und Undergolds zu bannen, na sowas, konntest du dir ebenfalls YouTube-Videos zu schon Speedrun-ähnlichen Abläufen von Missionen wie Stress auf dem Dach anschauen. Die Mission war relativ rentabel und mit dem richtigen Einsatz des Granatwerfers innerhalb kürzester Zeit erledigt. Aber warte mal, habe ich eben an Logouts gesagt? Um diese Thematik zu verstehen, müssen wir einen kurzen Exkurs auf Facebook machen. Oh nein, der Admin macht wieder Eigenwerbung. Heute Abend Livestream? Old Monte, Junge. Heilige Scheiße. Old Monte einfach. Back in the days. 9 circa. Denn hier gingen die meisten Transaktionen von Omi und Obi auf dem Dachboden. Ein Unlock All bedeutet lediglich, dass du deinen Account einem Modder anvertraust, der dir dann für 10 Euro Paysafe-Gutschein unendlich viel Geld und ein hohes Level moddet. Wenn du dann in einer Facebook-Gruppe beigetreten bist, gab es sogenannte Safe-Listen. Verkäufer, die auf diesen aufgelistet waren, galten als besonders sicher. Wobei ich aus eigener Erfahrung sprechen kann, dass das nicht immer der Fall war. Nee. Da waren auch viele Scammer. Du hast jetzt also einen Modder gefunden und gibst ihm deine Daten und den 10 Euro Paysafe-Gutschein. Ab jetzt folgt eine von 3 Optionen. Option 1. Dein 10 Euro Paysafe-Gutschein ist weg und du wurdest abgezogen. Option 2. Dein 10 Euro Paysafe-Gutschein ist weg und du wirst aus deinem PSN-Account abgemeldet, da du doppelt abgezogen wurdest. Option 3. Du bekommst tatsächlich deinen Unlock-All und bist extrem glücklich, weil du jetzt den amerikanischen Traum leben kannst. In den meisten Fällen war Option 1 oder 2 der Fall. Ja. Das muss aufhören. Daraufhin kam GTA 5 für die PS4, Xbox One und PC raus. Und Rockstar stellte kurz darauf die Account-Übertragung ein. Sorry, Jungs. Woraufhin die GTA-Modder-Szene allmählich ausstarb bzw. auf PC wechselte. Und dann? Dann gingen die Updates los. Rockstar hat diese von 2013 bis zum heutigen Tag stetig weitergeführt. Es würde den Rahmen sprengen, detailliert auf jeden Fall. Die haben dieses Spiel so abgemolken, ey. Das ist Wahnsinn. Die haben von 2013 bis heute das Game einfach so gemolken. Wirklich wie eine Zuchtkuh. Das Update einzugehen und... Du hast einen Zehner investiert und wurdest abgezogen, Tom? Oder? War legit? Okay, krass. Legit natürlich. Mhm. Und by the way, das ist alles nur fiktiv, ne? Also hier hat keiner von uns von Moddern profitiert und das ist alles fiktiv. Das alles entspringt alles nur meinem Kopf. Das ist alles nicht so geschehen. Liebes Rockstar-Team, keine Sorge. Alles legit. Ich habe alles erspielt. Bei euch. Natürlich. Alles. Mhm.
Weil ich will ja auch noch fortan GTA spielen, ne? Auf legale Art und Weise. Wie ich es immer getan habe. Ey, ich werde richtig Junge. Das ist so krass, Alter, das sich alles anzugucken. Was soll ich abschließend sagen? Die Videospielreihe Grand Theft Auto hat uns kontinuierlich durch unsere Vergangenheit begleitet und wird uns wahrscheinlich auch noch in der Zukunft viel Freude bereiten. Ich bin mir sicher, dass GTA 6 genau wie jeder Teil zuvor legendär wird und uns unabhängig von Alter oder Standpunkt im Leben genauso einzigartige Momente und Erinnerungen wie jeder Teil zuvor bescheren wird. Lassen wir uns also mit Vorfreude auf eine vielversprechende Zukunft ein, in der es dann heißt, willkommen in Vice City. Bro. Falls ihr mich supporten wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen und die neue Mitgliedschaft auschecken. Cooler ich sag Hacker, ehrlich, wenn ich verfolge weiterhin nur ein Ziel. Ah, der silberne Playbutton. Digga, der Typ macht so kranke Videos. Sagt ehrlich, Chat. War ein guter Vorschlag von mir, oder? So ein geiles Video. Ey, wirklich, falls ihr ihn noch nicht abonniert habt, was, Win heißt der Mann? Unfassbar gute Videos.